Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mit einem vergifteten Lob beginnen, Herr Finanzminister. Eines kann man Ihnen zubilligen. Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 liegen Sie voll in der Kontinuität der Haushalte, die Sie in dieser Legislaturperiode vorgelegt haben. Sie liegen voll in der Kontinuität, dass Sie alleine Ihre Arbeit fußen auf Mehreinnahmen, Ihre Arbeit fußen auf mehr Ausgaben und Ihre Arbeit fußen auf Stellenaufwuchs. Darüber hinaus ist Kontinuität vorhanden, dass Sie ja schon mit einer Chuzpe, die man schon wieder fast bewundern kann, Gelder, die gar keine originären Landesgelder sind, noch bei Ihren großen Rechnungen mit hereinnehmen, sei es nun Bundesgelder oder aus dem KFA. Herr Finanzminister, statt zukunftsgerichteter Investitionen verkonsumiert der von Ihnen für die schwarz-grüne Landesregierung vorgelegte Doppelhaushalt ein unglaubliches Maß an Steuermehreinnahmen. Aber Sie verkonsumieren diese. Sie legen diese nur ganz bedingt ein bisschen mehr, und das auch nur für ein einziges Haushaltsjahr, bei den Investitionen an. Ihnen fehlt die Schwerpunktsetzung. Zufälligerweise, lieber René Rock, das war ja. Es gibt keinerlei Schwerpunktsetzungen. Stattdessen, und das hat die Haushaltsrede ja mehr als deutlich gemacht, gehen Sie mit der Gießkanne über jedes Ressort hinweg und geben ein Stückchen mehr. Darf es ein Viertel mehr sein, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das ist natürlich keine Haushaltspolitik, die Schwerpunkte setzt. Das ist auch keine strukturierte Haushaltspolitik, sondern das ist eine Haushaltspolitik nach dem Motto, wir machen jetzt gnadenlos Landtagswahlkampf. Und das haben Sie ja auch schon geübt bei der Einbringung dieses Haushalts. Ich bin, wie einige hier im Raum wissen, jetzt seit 30 Jahren Mitglied im Hessischen Landtag. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Mag ja daran liegen, dass ich schon 30 Jahre Mitglied dieses Hessischen Landtages bin. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass die Vorstellung des Haushalts durch den Finanzminister nach der Vorstellung der Teilhaushalte durch die Fachressortkollegen gewesen ist. Das ist neu. Jedenfalls für mich ist das neu. Und Sie wissen, ich lobe ja relativ häufig Ihre Art der Öffentlichkeitsarbeit. Aber das, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht zu weit. Das ist eine Missachtung des Parlaments. Es ist eine Missachtung der Opposition. Man muss erst einmal wissen, überhaupt, um was es geht, und zwar im gesamten Kuchen, bevor man dann scheibchenweise das eine oder andere Törtchen schon einmal zur Kenntnis gibt. Das macht man nicht. Sie haben diesen Weg gewählt. Das zeigt mir deutlich, dass der Wahlkampfmodus jedenfalls bei Ihnen bereits voll und ganz auf Wanderung, auf Marsch, auf Los gestellt ist. Und was ich überhaupt nicht verstehe, wer hat Sie um Himmels Willen beraten? Und wo war da Ihre sonstige Sensibilität, dass Sie sich das Bild von der eierlegenden Wollmilchsau selbst angezogen haben? Ich kann es nicht verstehen. Also, Sie haben einen Profit davon. Sie sind jetzt überall in den Medien. Und Sie haben auch einen wirklich beeindruckenden Auftritt in den sozialen Medien mit Ihren Bildchen, da, die Sie hintereinander geschnitten haben. Ich überlege mir immer, wie das mit Ihrer Frisur und der Person in Einklang zu bringen ist, die in diesen Bildchen zu sehen ist. Aber das ist jetzt nebensächlich. Wie kann man sich als Finanzminister, der ja nun auch einen Namen hat, und einen Namen zu verlieren hat. Wie kann man sich eierlegende Wollmilchsau nennen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das steht nämlich neben allem Lustigen, steht das nämlich dafür, dass man für alles ist. Lieber Thomas Schäfer, wer für alles ist, der ist aber auch für nichts Konkretes, sondern der ist beliebig. Der ist halt für alles. Der gibt halt jedem Ressort noch einmal ein Viertel mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Das hat die Kontinuität der letzten Haushalte noch übertroffen. Ich habe das Gefühl, Sie werden sich, wenn das nicht schon jetzt der Fall ist, darüber ärgern, dass irgendjemand Ihnen diese eierlegende Wollmilchsau untergeschoben hat und Sie nicht gemerkt haben, dass man mit diesem Bild mal kurz in die Medien kommt, aber danach relativ lange negativ besetzt ist. Mit großer Freude habe ich gehört, dass in diesem, also in dem 18er und dem 19er Haushalt, das heißt in den beiden kommenden Jahren, viele viel mehr Geld verdienen sollen, viele viel mehr Geld bekommen sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will darauf hinweisen, weil das lag noch in meiner Verantwortung als stellvertretender Ministerpräsident, dass der damalige Finanzminister, der es heute noch ist, Thomas Schäfer, eine mittelfristige Finanzplanung vorgelegt hat. Und wenn man die mit den Ist-Einnahmen vergleicht, dann hat es eine Steigerung um 6 Milliarden € in diesen Jahren insgesamt gegeben. Das ist eine Steigerung, wenn Sie die Ausgangszahlen mit den Eingangszahlen vergleichen, von 41%. Meine sehr verehrten Damen und Herren, irgendeiner der Kollegen hat stolz gesagt, dass der kommunale Finanzausgleich, was, glaube ich, der Kollege Kaufmann, um 25% gestiegen ist. Also, da sind Sie aber ganz schön knauserig mit den Kommunen umgegangen, wenn Sie selber 41% mehr Einnahmen haben und die Kommunen bekommen nur 25%. Ich will Ihnen an diesem Beispiel deutlich machen, das hinkt, das weiß ich auch. Müssen Sie mir gar nicht erklären. Das hinkt. Aber mit dieser Zahlendreherei, mit der Sie derzeit meinen, öffentlich auftreten zu müssen, werden Sie keinen Wahlkampf gewinnen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das macht uns hier als Freie Demokraten zufrieden. Aber es ist halt eine Verballhornung der Bürgerinnen und Bürger. Es ist eine Verballhornung der kommunalen Mandatsträger. Und das regt uns dann doch schon ein bisschen auf. Also, Sie haben 6 Milliarden € mehr, als man selbst geplant hat. Und jetzt davon zu reden, also ihr müsst das noch einmal üben mit der Choreografie, das mit dem Rudolf, das war nicht so gut gewesen eben. Nee, das hat so ein bisschen aufgesetzt ausgesehen. Aber es war's, glaube ich auch. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man 6 Milliarden mehr hat und dann behauptet, das hätte was mit Eigenleistung zu tun, mit seriöser Wirtschaft zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren, der überhöht sich doch sehr stark. Der überhöht sich sehr, sehr stark. Ich glaube jetzt auch nicht, um den Kollegen der Sozialdemokraten auch mitzuteilen, dass ich mich an der Debatte eben durch gutes Zuhören beteiligt habe. Ich glaube, das war auch nicht Frau Nahles, die uns dieses Geschenk der 6 Milliarden € gemacht hat, sondern da kann man so stehen, wie man will. Aber das war ein bisschen auch Herr Draghi, das war ein bisschen aber auch die Weltwirtschaft, und insbesondere war es die sehr gute Struktur der deutschen und auch der hessischen Wirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einer Verbindung auf der einen Seite von großen DAX-Unternehmen und auf der anderen Seite von kleinen Mittelständlern, von Hidden Champions, die Sie in jedem Stadtteil unseres Hessenlandes schon begrüßen können. Das alles hat dazu geführt, dass die Steuereinnahmen so erheblich hochgekommen sind. Also davon zu reden, es war eine vernünftige Finanzpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor dem Fall ist immer der Hochmut. Und das ist gerade die Abteilung Hochmut. Lassen Sie mich zu den Kommunen kommen. Eine beachtliche Geschichte. Ich will noch einmal daran erinnern, dass es die Regierung von Roland Koch geleitet und von mir gewesen ist, die dem Landtag vorgeschlagen hat, dass die 350 Millionen €, die kommunales Geld im Länderfinanzausgleich sind, auch von den Kommunen zu zahlen sind. Ich will daran erinnern, mit welchem Aufschrei Herrn durch die Landschaft gewandert ist. Dann kam das Urteil zum Thema Alsfeld, in dem wir gelernt haben, dass der kommunale Finanzausgleich, so wie wir ihn bisher berechnet haben, nämlich eine Quote von der Steuerverbundmasse zu nehmen, nicht richtig ist. Dann haben Sie mit Ihrer Mehrheit einen neuen KFA hier verabschiedet, in dem Sie ganz bewusst darauf verzichtet haben, dass es auch irgendwo nur einmal eine hundertprozentige Bezahlung des Bedarfs gibt. Sie haben nämlich das Thüringer Modell genommen. Und da haben Sie zwischen 80 und 100 bzw. 70 und 100 gewählt.
Das ist ausgeschlossen, sogar für einen Juristen. Vielen Dank für den Hinweis, lieber Kollege Kaufmann, dass man da nie einen Bedarf abdecken kann, der über dem Durchschnitt von 100% liegt. Und dann haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, gemerkt, das gibt Krach. Das gibt Krach. Da kamen ja auch Ihre eigenen kommunalen Mandatsträger an. Und ich weiß es sogar aus vielen Gesprächen, auch aus der CDU-Landtagsfraktion. Und dann haben Sie noch zusätzlich Töpfe geschaffen. Und der eine heißt Zukunfts-, und der andere heißt Investitions-, und der nächste heißt das, und der dritte heißt das. Und dann haben Sie sich eigentlich von dem Prinzip des kommunalen Finanzausgleichs, so wie es der Staatsgerichtshof vorgeschrieben hat, verabschiedet und haben wieder das Alte. Und ich hoffe, Ihnen ist es wenigstens aufgefallen, Herr Dr. Schäfer, dass Sie in Ihrer Rede genau wieder auf den alten KFA und seine Strukturen zurückgekommen sind. Sie haben nicht mehr vom Bedarf gesprochen, sondern Sie haben davon gesprochen, dass die Kommunen teilhaben sollen an den Höhen und Tiefen der Einnahmen des Landes Hessen. Das war genau die Quotenregelung der Verbundmasse gewesen und nicht die Bedarfsorientierung, wie das der Staatsgerichtshof haben wollte. Ich will darauf nur hinweisen, dass Sie das bisher on top legen. Also blöd sind wir alle nicht. Das haben wir schon gemerkt, dass Sie das on top draufgelegt haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wette einen hohen Einsatz. Spätestens nach der nächsten Landtagswahl wird dieses on top wieder abgebaut werden. Und das werden wir merken, z.B. bei dem Thema Kindergartengebühren und beim Thema Hessenkasse. Ich prognostiziere das von hier aus, dass das so kommen wird. Und dann merkt man nämlich auf einmal, wie Ihre Denkweise ist. Die Denkweise ist, wir wollen irgendwie mit vielen, vielen kleinen Wahlgeschenken wollen wir irgendwie über die Landtagswahl kommen, und dann muss Kassensturz gemacht werden, vollkommen klar, egal wer in der Regierung ist. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich nur jedem wünschen, der in der Regierungsverantwortung ist, bitte, bitte, wirtschaftliche Konjunktur, bleibt bitte so gut, weil wir ansonsten ein riesiges Problem haben werden, mit den ganzen Dingen, die wir aufgebaut haben, umzugehen. Und das war eben nicht zynisch gemeint, sondern das war tot ernst gemeint. Bei den Kindergartengebühren. Also, Sie wissen, wir haben einen anderen Ansatz. Aber darüber kann man streiten. Wir werden darüber inhaltlich streiten. René Rock wird das mit großer Vehemenz aus unserer Fraktionsvorsitzenden, aber auch aus der Fachsprecher tun. Wir sagen, vor Geschenken muss das Thema Qualität auf die Tagesordnung. Und wir haben derzeit eine mangelnde Qualität in vielen unserer Kindergärten nur. Leider. Sie wissen, eines unserer Schwerpunkte schon seit anderthalb Jahren, und das werden Sie in den nächsten 12 Monaten noch sehr verstärkter und sehr fokussierter sehen, ist frühkindliche Bildung. Also, wir finden das gut, dass, okay, ein kleiner Teil Landesgeld, der Rest ist ja schon wieder kommunales Geld, ein kleiner Teil Landesgeld zusätzlich in die frühkindliche Bildung gesteckt werden soll. Wir meinen, es müsse in Qualität gesteckt werden und nicht in die Reduzierung der Gebühren gegenüber den Eltern. Jetzt gehen Sie aber den anderen Weg. Ich habe das Gefühl, ich merke das ja sogar in meiner eigenen Heimat, dass noch keiner so richtig wirklich weiß, was das finanziell für eine Kommune bedeutet. Also, wir wissen die Eckdaten. Wir wissen 6 Stunden und 136. Ich habe vergessen, 136 €. Das wissen wir. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, und ich kann das nur dringend empfehlen, dass Sie sagen werden, diese 136 € kriegt die Stadt aber nur, wenn sie keine Kindergartengebühren mehr für 6 Stunden erhebt. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie etwas von Selbstständigkeit und kommunaler Selbstverwaltung sprechen, diese Bedingung nicht zu knüpfen, sondern wenn, dann jedem es zu geben. Und wenn dann die Kommune A damit die Kindergartengebühren reduzieren will oder bei 6 Stunden auf Null setzen will, dann soll sie es tun. Wenn aber die Kommune B sagt, wir möchten das in Qualität umsetzen, dann soll sie das auch tun können. Das ist ein liberaler Vorschlag. Das ist ein Vorschlag, wie man Kommunen selbstständig handeln lassen kann. Dafür werden wir intensivst werben. Aber wir werden eine Verunsicherung bekommen. Und das fängt doch schon an. Da melden sich doch schon Väter und Mütter bei der Sozialdezernentin der Stadt Bad Vilbel und fragen, was ist denn? Ich habe 8 Stunden. Wir brauchen auch die 8 Stunden. Oder aber wir wollen auch die 8 Stunden. Beides. Wie macht ihr denn das? Macht ihr dann jetzt einen Dreisatz? Oder macht ihr das irgendwie anders? Ich höre, dass es z.B. in Gießen beim Kollegen schon Überlegungen gibt, dass man dann bei den mehr als 6 Stunden kräftig noch einmal zulangt.
so nach dem Motto, das sind die Wohlhabenderen, die können dann noch einmal ein bisschen zur Finanzierung der Kommune beitragen. Das alles wollen Sie mit diesem unausgegorenen Modell machen. Ich habe das Gefühl, dass irgendwann an einem Montagabend in der Rosselstraße man merkte, nachdem irgendein Vortrag von irgendeinem Demoskopen Sie doch sehr ernüchtert hat, wir müssen da etwas tun. Das ist ein Thema, das die Menschen interessiert. Und dann sind Sie einen Tag später vor die Presse gegangen. Wir haben das ja in der Sondersitzung erlebt. Wir haben das ja in der Sondersitzung erlebt. Das ist doch keine nachhaltige Politik, meine sehr verehrten Damen und Herren von CDU und Grünen, sondern das ist, wir haben noch ein bisschen Geld in der Kasse, also geben wir es mal raus, damit wir die Wahl gewinnen. Und genauso ist es bei dem Thema Hessenkasse. Ja, es ist vernünftig, dass im dritten Schritt, bei dem ersten Schritt war die FDP dabei gewesen, eine Lösung gefunden wird, wie geht man mit den hohen Kassenkrediten um. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, da darf doch nicht die Kommune belohnt werden, die auf, ich weiß nicht, ob das rügenswert ist, wenn nicht, nehme ich die Rüge an, auf Teufel komm raus, Geld ausgegeben hat und Schulden gemacht hat. Und die Kommune, die ordentlich gewirtschaftet hat, die hat Pech. Und Sie können das sogar, deshalb gucke ich René Rock an, Sie können das ja sogar, lieber Herr Präsident, auf Ihre Heimatkommune zurückführen. Ihr habt euch ordentlich in Seligenstadt benommen. Ihr habt eine vernünftige Haushaltsführung gehabt und die Rottgauer nicht. Und jetzt muss Seligenstadt nach dem bisher bekannten Modell zweimal für Rottgau bezahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann doch wohl nicht richtig sein. Das ist die Ungerechtigkeit pur. Dass da Grüne mitmachen, dass da Christdemokraten mitmachen, ist uns alles ein vollkommenes Rätsel. Lassen Sie mich, bitte? Ja, wenn wir ja nur Seligenstadt in Hessen hätten, dann hätten wir ja einen Vorteil. Da gäbe es nämlich keine Kassenkredite oder nur ganz wenige. Und noch den Landkreis Fulda, um den Kollegen Arnolds noch mit einzubeziehen, und den Landkreis Main-Taunus, der fast so gut ist. Aber leider fallen mir dann nur noch ganz, ganz wenige Kommunen ein, die nicht über eine entsprechende hohe Belastung verfügen. Also hier müssen Sie dringend nachjustieren. Und besonders klassisch ist ja die Auseinandersetzung, die ja keinem verborgen bleibt im Städte- und Gemeindebund. Da haben wir halt alle Kommunen da. Beim Städtetag ist das relativ einfach, weil die Interessenlagen relativ einfach sind. Die haben sich ja auch schon bekannt, so nach dem Motto, das ist ja ganz okay, aber siehe ganz oben, bitte mit eurem Landesgeld und nicht zu einem Großteil mit unserem kommunalen Geld so eine Entschuldung machen. In Zeiten wie diesen, wo der Zinssatz so ist, wie er ist, ist das auch vernünftig. Aber bei den kommunalen kleineren Organisationen, beim Städte- und Gemeindebund, ist halt eine ganz andere Meinung. Lassen Sie mich mal, sehr verehrte Damen und Herren, weil es muss ja nicht sein, dass man seine Redezeit vollkommen ausschöpft, zum Ende kommen und sagen, wir Freie Demokraten werden Ihnen ein Konzept in den nächsten 12 Monaten vorlegen, das auf drei Säulen ruht. Die eine Säule ist Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Und da sind wir auch glaubwürdig. Es war Ruth Wagner als Hochschulministerin, die die hessischen Hochschulen in eine finanzielle und eine organisatorische Freiheit entlassen hat. Es waren die Kultusministerinnen, die Schulministerinnen Doris Hensler und Nicola Beer, die dasselbe mit den Schulen versucht haben und zu einem Großteil geschafft haben und insbesondere die berühmte 105-prozentige Lehrerabdeckung geschaffen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war die FDP. Ja, in einer Koalition mit der CDU. Und das Dritte, was jetzt noch kommen muss, ist die frühkindliche Bildung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein Konfliktpunkt auch zwischen Stefan Grüttner und mir in der Regierungsverantwortung der Letzten, wo ich immer wieder darauf hingewiesen habe, in meiner Funktion als Integrationsminister, weil wenn nicht der Tag mit der Schultüte auch verbunden ist mit der Tatsache, dass man gleich gut altersgerecht Deutsch kann, dann ist derjenige, der es nicht kann, im Nachteil. Und das sind leider auch viele Migrantenkinder in unserem Lande. Und deshalb kam ich zu diesem Thema. Wenn man dann die qualifizierten Schulvorbereitungsjahre einstampft und, so ist das gegen die frühkindliche Bildung gerichtet. Wir wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Infrastruktur und Digitalisierung, und zwar von der theoretischen Unterlegung in der Hessischen Verfassung bis hin zur praktischen Finanzierung großer, nicht so der Kleinkabel, großer Kabel in ganz Hessen. Und zum Dritten wollen wir die innere Sicherheit. Das ist unsere Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Landespolitiker.
Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dann müssen wir uns immer weiter die relativ wenig intelligenten Sprüche unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag anhören, dass es doch noch ein bisschen mehr zu machen ist. Da müssen wir ebenfalls nachlegen. Das werden unsere Säulen sein. Aber unsere Säulen werden auch sein, wie kann man strukturiert diese Verwaltung überarbeiten? Wie kann man nicht nur immer ein bisschen drauflegen, sondern wo kann man auch abbauen? Wo gibt es Einrichtungen, die wir nicht mehr brauchen, die vielleicht irgendwann einmal klug gewesen sind, aber jetzt nicht mehr klug sind? Das heißt, es wird ein Papier, es wird ein Konzept vorgelegt, und dann stellen wir das den Wählerinnen und Wählern zur Abstimmung. Das heißt auf der einen Seite strukturelle Verbesserungen im Haushalt, das heißt weniger Mehrausgaben, sondern wenn es irgendwie geht, sogar weniger Ausgaben. Und zum zweiten Schwerpunkt frühkindliche Bildung, Digitalisierung und innere Sicherheit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Jörg Oberhahn. Das Wort hat Herr Dr. Walter Arnold, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Doppelhaushalt 2018-2019, den heute unser Finanzminister Dr. Thomas Schäfer vorgelegt hat, ist ein herausragender, ein nachhaltiger Haushaltsplan. Er ist ein neues Kapitel in der hessischen Finanzpolitik, ein Meilenstein. Und diesen Erfolg lassen wir uns von niemandem wegdiskutieren, meine Damen und Herren. Und ich möchte das an ganz wesentlichen Eckpunkten festmachen. Dieser Doppelhaushalt ist erstmals seit einem halben Jahrhundert, seit 50 Jahren, ein Haushalt, der keine Neuverschuldung plant, trotz hoher Zahlungen in den Länderfinanzausgleich und auch in den kommunalen Finanzausgleich, immerhin über 5 Milliarden €. Er ist außerdem erstmals seit einem halben Jahrhundert ein Haushaltsplan, genau seit 1969, der den Abbau von Altschulden vorsieht, nämlich 200 Millionen € im Jahr 2019. Auch das ein Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hessen macht seit 2016 keine neuen Schulden mehr, 4 Jahre früher als in der Verfassung vorgesehen. Und das ist ein Erfolg der Haushaltspolitik der letzten Jahre. Und das dürfen und können wir nicht hinwegdiskutieren. Das muss das ganze Haus, denke ich, rückhaltlos anerkennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte deswegen ausdrücklich im Namen meiner Fraktion unserem Finanzminister Dr. Schäfer, auch dem neuen Staatssekretär Dr. Worms, der ja lange Jahre die Haushaltspolitik auch mitverantwortet hat, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium für dieses gelungene Werk herzlich danken. Es ist ein historischer Erfolg, an dem wir festhalten, und es ist vor allen Dingen auch etwas für die nachfolgenden Generationen. Das können wir gar nicht hoch genug bewerten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer das abstreitet, der vergisst, und viele von uns haben das sicherlich noch in Erinnerung, dass noch in 2009 die Nettokreditaufnahme, um einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, bei minus 2,7 Milliarden € lag. In 2014 haben wir damals erstmalig die 1-Milliarde-Grenze unterschritten, mit minus 890 Millionen € Netto-Neuverschuldung. Und in 2017 waren immer noch vorsorglich 350 Millionen € eingeplant, die wir doch nicht in Anspruch genommen haben. Jetzt, in 2018 und in 2019, keine neuen Schulden geplant. Das sollen wir beibehalten. Das sieht auch die mittelfristige Finanzplanung vor. Deswegen dieser Tag heute mit der Einbringung dieses Doppelhaushaltes ist ein guter Tag für Hessen. Das möchte ich deutlich sagen, meine Damen und Herren. Und ich nehme auch in Anspruch, dass dieser Doppelhaushalt nicht nur doppelt gut ist, sondern er ist ein klares Zeichen für eine hohe finanzielle Seriosität dieser Landesregierung und der beiden Fraktionen, die sie tragen. Und auch das möchte ich sehr deutlich sagen. Denn genauso wichtig wie die Schuldenvermeidung
ist auch der ab 2019 beginnende Tilgung der Schulden mit einer jährlichen Tilgungsrate von mindestens 200 Millionen €. Jetzt komme ich zu einer Aussage, die der Kollege Schmidt getätigt hat, die ich aber auch für 2017 vom Kollegen Hahn im Ohr habe. Sie haben gesagt, Mehreinnahmen im Bereich von 4,5 Milliarden €. Kollege Schmidt hat heute gesagt, 6,8 Milliarden € mehr Einnahmen im Vergleich zu 2013. Wir haben einmal nachgerechnet, wir sind auch 6,4 Milliarden € mehr Steuereinnahmen gekommen. Darüber wollen wir uns nicht streiten. Aber was ich beiden Kollegen vorwerfe, sie schauen nur die eine Seite der Medaille an. Denn wenn wir uns diesen Vergleich zu 2018 zu 2013 einmal anschauen, dann müssen wir feststellen, rund 6,4 Milliarden € mehr Steuereinnahmen, einverstanden, aber auch mehr Personalausgaben in einer Größenordnung von rund 1,5 Milliarden €, mehr KFA-Mittel, rund 1,2 Milliarden €, mehr Ausgaben im Länderfinanzausgleich, fast 1 Milliarde € in 2018. Wir haben für Flüchtlingskosten mehr ausgegeben, 1 Milliarde €. Und wir haben eine Reduzierung des Finanzierungssaldos von knapp 1,5 Milliarden €, also mehr Aufwand, durch den Verzicht auf Neuverschuldung und Rücklagenentnahmen und mehr Investitionsausgaben von rund 360 Millionen €. Das heißt, das, was Sie uns vorgerechnet haben an mehr Steuereinnahmen, sind mehr weggegangen durch mehr Ausnahmen im Saldo gleich. Und insofern die guten Ergebnisse, die Finanzminister Schäfer hier vorgetragen hat, ist tatsächlich ein Zeichen für hervorragende Haushaltsführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch etwas möchte ich aus Ihrer Rede, Herr Kollege Schmidt, mal aufgreifen. Sie haben kritisiert, das Land Hessen, der Finanzminister, entnimmt Rücklagen in 2018. Also, die Kraft dieser Worte möchte ich einmal an Zahlen festmachen. In 2018 ist im Haushaltsplan vorgesehen eine Entnahme aus der Rücklage von 216,4 Millionen €. Es ist aber gleichzeitig eine Zuführung in die Rücklage vorgesehen von 194,9 Millionen €, ein Saldo von 21,5 Millionen €. Dazu kann ich nur eines sagen. Lieber Herr Kollege Schmidt, Ihre eierlegende Wollmilchsau geht auf keine Kuhhaut. Das sage ich einmal ganz deutlich. Jetzt zu den Investitionen. Wir haben ab 2018 Investitionsausgaben in der Größenordnung von über 2,2 Millionen €, die auch in den nächsten Jahren auf diesem Niveau bleiben. Immerhin ein um knapp 12% gegenüber 2017 erhöhtes Ausgabenniveau. Und was ich hier noch einmal deutlich sagen möchte, was nicht untergehen darf, was Herr Minister Schäfer klar gesagt hat, wir haben in diesem Haushalt, diesem Doppelhaushalt, aber für jedes Jahr, Ausgaben in einer Größenordnung von 5,5 Milliarden € für die Hochschulen, Ausgaben in einer Größenordnung von 8 Millionen € für unsere Schulen. Also jeder dritte Euro in unserem Haushalt wird ausgegeben für den Bildungsbereich. Das muss man auch deutlich sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das sind Investitionen in unsere Kinder, in unsere Nachkommen, und das ist außerordentlich wichtig. Und wenn Sie die Finanzen der Kommunen ansprechen und wenn Sie auch den kommunalen Finanzausgleich ansprechen, der Kollege Hahn hat ja dazu einiges gesagt, und diese Umstellung auf die Ermittlung der Bedarfe der Kommunen, da sage ich ganz deutlich, da sind wir am Anfang, keine Frage. Und wir haben ja auch durchaus noch hier das eine oder andere, wenn ich mal auf die Sonderstatusstädte schaue, auch noch nachzusteuern. Aber wenn Sie sich die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs einmal anschauen, auch das darf nicht vergessen werden. 2017 rund 4,5 Milliarden €. Der Ansatz in 2012, also nur 5 Jahre früher, 1 Milliarde € weniger. In 2018 ein Ansatz von 4,9 Milliarden € in der Planung. Und 2019 5,211 Milliarden € im kommunalen Finanzhaushalt. Das ist eine Steigerung der durchaus
den Kommunen viele Möglichkeiten gibt. Und wir erweisen uns damit und mit weiteren Programmen als ein verlässlicher Partner der Kommunen. Das ist einer der Schwerpunkte, den Sie gefordert haben, den Sie nicht sehen, lieber Herr Kollege Schmidt. Aber das ist ein Schwerpunkt unserer Politik, dass wir den Kommunen helfen wollen, ihren Aufgaben nachzukommen. Und dazu gehört die Hessenkasse mit zusätzlichen Investitionsmitteln von 500 Millionen €, die wir dort also vorgesehen haben. Dazu gehört das neue kommunale Investitionsprogramm KIP II mit über 530 Millionen € Investitionsmittel, durchaus auch nennenswert Bundesmittel, aber eigene Landesmittel einer Größenordnung von 93 Millionen €. Und im Programm KIP I Wohnen wird im Jahr 2019 erneut ein Volumen von rund 230 Millionen € dann entsprechend aufgelegt. Das Sonderprogramm Sanierung Schwimmbäder sieht ab 2019 10 Millionen € jährlich vor für die folgenden 5 Jahre. Und auch die Mittel für den Städtebau haben bis zum Jahr 2020 sich von rund 54 Millionen € auf rund 99 Millionen €, also nahezu verdoppelt. Auch das für den Punkt Wohnen eine wichtige Botschaft. Die Ausgaben für Investitionen im Landesstraßenbau steigen kontinuierlich. 2014 130 Millionen, 2018 180 und in 2019 rund 190 Millionen €. Und im Bildungsbereich ein ganzes Feuerwerk an Ausgaben, die hier also einen wichtigen Schwerpunkt darstellen. Ab dem 1. August 2018 der dreijährige Besuch des Kindergartens für Kinder für 6 Stunden am Tag beitragsfrei, immerhin im Doppelhaushalt insgesamt rund 440 Millionen €, die wir dort vorsehen, und auch zur Verbesserung der Kita-Qualität in 2018 und in 2019 jeweils 50 Millionen € im Haushalt. In den nächsten beiden Schuljahren werden wir jeweils 230 zusätzliche Stellen für den Ausbau des Ganztagsbereiches mit dem Schwerpunkt Pakt für den Nachmittag vorsehen. Und auch für den Ausbau der inklusiven Beschulung werden jeweils 60 zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt. Das Land wird an über 1.000 Schulen die Sozialarbeit an Schulen fördern und dafür ab Februar 2018 insgesamt 700 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte schaffen. Auch das ein Fortschritt für unsere Schulen und für die Erziehung unserer Kinder, meine Damen und Herren. Und ein weiterer Schwerpunkt, den Minister Schäfer deutlich auch dargestellt hat, ist das Sicherheitspaket II zur Stärkung von Polizei und Justiz in Hessen. In den Jahren 2018 und 2019 jeweils 300 neue Stellen bei der Polizei. Dazu treten jeweils 45 zusätzliche Stellen für die Staatsanwaltschaft und die ordentliche Gerichtsbarkeit hinzu. Zur Verbesserung der Polizeiausstattung sind insgesamt 21 Millionen € im Doppelhaushalt vorgesehen. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit erhält 30 zusätzliche Stellen, und zur Stärkung des Strafvollzugs werden insgesamt über 10 Millionen € im Haushalt bereitgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt, Herr Kollege Schmidt, ist das Programm Digitales Hessen. Zur Förderung der digitalen Kompetenzen an den Schulen stehen jeweils 4,5 Millionen € in jedem Haushaltsjahr bereit, in 18 und 19, sowie 10 neue Stellen zur Förderung der digitalen Kompetenz. Telemedizin, E-Health und die IT-Infrastruktur der Unimedizin in Frankfurt werden mit 12 Millionen € bzw. mit 7 Millionen € gefördert. Es wird eine zentrale Cyber-Service-Kompetenzstelle errichtet werden. Dafür stehen knapp 10 Millionen € zur Verfügung. Und auch der weitere Breitbandausbau wird mit rund 7,4 Millionen € gefördert. Ein wichtiger Punkt, den ich hier auch deutlich herausstellen möchte, ist der Klimaschutzplan des Landes Hessen. Hier werden im Doppelhaushalt 2018-2019 insgesamt 40 Millionen € bereitgestellt. Und auch das ist ein wesentlicher Beitrag für unsere Umwelt, meine Damen und Herren. Ein bundesweit einmaliger Vorgang ist die Einführung eines Landestickets in Hessen für unsere Bediensteten. Das sind in 2018 und in 2019 jeweils über 55 Millionen €, die wir hier für unsere Mitarbeiter vorsehen. Und auch das Sozialbudget steigt mittelfristig von 70 auf deutlich über 100 Millionen € an.
Ich sage abschließend als Fazit ganz eindeutig, wir haben heute mit großer Freude erstmalig festzustellen, dass es einen Haushalt gibt ohne neue Schulden, in dem wir die schwarze Null darstellen und trotzdem viele wichtige Investitionen in ganz unterschiedlichen Bereichen auch durchführen können. 2.000 neue Stellen in Schule, Polizei, Justiz und Finanzverwaltung. Trotz dieser sparsamen Haushaltsführung viele wichtige Investitionen und auch der Abbau von Altschulden. Das ist, meine Damen und Herren, moderne Haushaltspolitik in Hessen. Das ist finanzielle Seriosität, und das ist die Handschrift von Schwarz-Grün in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Arnold. Zu einer Kurzintervention hat sich der Kollege Norbert Schmidt gemeldet. Bitte sehr. Danke sehr, Herr Präsident. Dr. Arnold, man kann ja über die Frage jetzt der Bewertung des Haushalts streiten. Über was man nicht streiten sollte, und das ärgert mich, ist einfach, wenn hier falsche Zahlen verkündet werden und so getan werden, als würde ich falsche Zahlen verkünden. Ich will, ja, das will ich, wollen wir, einfach Faktencheck. Ich habe davon gesprochen, dass diese Landesregierung jetzt mit diesem Haushaltsfonds 18 etwa 5 Milliarden € mehr Steuereinnahmen nach Länderfinanzausgleich zur Verfügung hat. Also, da ist der Länderfinanzausgleich abgezogen schon, nämlich von 15,8 Steigerung auf jetzt 20,7. Und dann kommen die Übertragungsaufgaben des Bundes hinzu. Die sind gestiegen von 2,4 auf 3,4. Milliarden Euro ist 1 Milliarde Euro, und es kommen noch einmal Investitionshilfen des Bundes hinzu, die vor 2013 518 Millionen € betrugen, jetzt 859 Millionen €, auch noch einmal 330 Millionen €. Also unterm Strich, dann die Zinsausgaben runter, kommt man auf 7 Milliarden €. Und dann können Sie gerne abrechnen, Personalsteigerung 1,2, und Sie dürfen auch den KFA mit 1,2 von mir aus abrechnen. Aber dann bleibt immer noch, Herr Dr. Arnold, und dann bleibt immer noch, dann haben Sie noch einmal Investitionen mehr, aber dafür gehen, wie gesagt, die Zinsen so, dann bleibt immer noch eine irre Summe von 3,5 Milliarden Euro, die Sie mehr zur Verfügung haben als die letzte Landesregierung. Und diese, wie gesagt, das finde ich, das sollten Sie einmal vorrechnen, wie Sie da zu den anderen Zahlen kommen, weil über die Zahlen sollten wir wenigstens Klarheit verschaffen, damit man richtige politische Schlüsse dann auch daraus ziehen kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Walter Arnold, willst du das Wort? Nein. Gut, dann gibt es keine Wortmeldung mehr. Die Debatte ist beendet. Der Gesetzentwurf der Landesregierung für eine gesetzliche Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 18 und 19 mit dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan usw. So 19.5237, 19.5274 wird dem Haushaltsausschuss überwiesen zur Vorbereitung der zweiten Lesung. Ist so beschlossen.